Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4. Wir haben hier die nächste Mission gestartet. Und zwar, wir sollen... Finde Nick Valentine, genau. Finde Nick Valentine und der ist beim... Jetzt speichert er. Okay, perfekt. Der ist bei einem Malone, so wurde uns das gesagt. Moment. Hier, muss die Mission auswählen. Finde Nick Valentine, genau. Hier, jetzt haben wir es. Yes. So, in die Richtung. So, da müssen wir hin. Jenseits der Mauer ist niemand sicher. Ist einfach so. Oh, guten Tag. Ich würde sagen, wer labert denn hier? Wir müssten... die müssen wir rausnehmen. Jetzt aber. Komm. Ja, manchmal mit dieser Steuerung. Ich komme da. So, sonstiges. Genau. Ah, Museum der Hexerei. Die haben wir jetzt zusätzlich bekommen. Das ist der eine, wo es er eben erwähnt hat. Okay, cool. Hier. Sei My Valentine. Auf der Karte zeigen. Und wir müssen nach rechts. Das ist die richtige Quest. Dahin. Okay, cool. Ich rüste hier mal die Sniper-Shotgun aus. Wir haben hier etwas stärkere Gegner. Und ich denke, dass... Ja, lass ich. Das wäre von Vorteil. Super Mutant. Habe ich ihn getroffen? Ja. Hä, warum schießen die auf mich? Ich habe dir doch geholfen. Oder habe ich ihn angeschossen, den einen? Kommt er hinten zur Hilfe? Nee, der bleibt da. Ich wollte die nicht anschießen. Die standen genau mittendrin. Mist. Ich hoffe, die haben jetzt keine Agro auf mich. Der stand zwischendrin, den habe ich abgeknallt. Dann muss ich wohl durch die Streuung einen von denen auch erwischt haben. Oh, Schaden, tut mir voll leid. Tut mir voll leid. Als Wiedergutmachung trage ich eure Sachen. Also wirklich, tut mir wirklich leid. So, was haben wir hier all? Alter, was liegt denn hier alles rum? Wie das aussieht. Kopf ist weggerollt. Was haben wir hier alles? Oh. Hier liegen ja auch ein paar Sachen. Ihr wisst ja, wie das ist mit Loot und ich. Und ja, vorbeilaufen. Ach, geht nicht. Ich hab's versucht. Ich hab's einfach versucht, aber... Das ist so eine Sache. Ich hab's einfach aufgegeben. Ich kann einfach nicht vorbeilaufen. Ich muss einfach mitnehmen. So ist es einfach. So. Boah. Alter, so hätte ich aussehen können. Wäre ich nicht zu... Oh, da sind welche. Wäre ich nicht zur Seite gesprungen. Oh, ein Selbstmordattentäter. Kommt angerannt. Das sind Mutanten. Hä, wo ist der?
Der ist ganz nah. Ich komme hier wieder voll die Paranoias hier. Da ist er. Alter. Ich weiß ganz genau, in Bezug auf das wird mir das Jet so oft noch den Arsch retten. Weil ich einfach viel mehr Zeit habe zu schauen, wo der Attentäter ist. Da kommt noch einer. Ja, hol ihn dir. Hast du ihn? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Alter, diese Sniper-Shotgun ist einfach Gold wert. Gegen diese Mutanten einfach klasse. So, einmal kurz speichern. Boah, ich liebe das einfach. Nukleares Material. Haben sich hier irgendwelche Gene vermischt? Nein. Ach, guck mal, da ist... Alter, guck mal, den hat sogar einen Tod gerissen und der ist hier hinten. Ach, guck mal, da ist eine... Ist da eine Base von denen? Boah, was ist denn das hier? Diese Statue hier. Ach. Hä? Ich sehe hier keine Spur. Okay. Was ist das hier? Sieht aus wie so eine Kochstation. Boah, sehr schön. Hä? Kaliber 50 nehme ich mit. Wie kommen wir hier rein? Von vorne? Von hinten? Ich laufe mal so rum. Hä? Eröffne das Feuer. Ich komme jetzt aus rum, gell? Kommt. Kommen wir nur hier rein, okay. Der ist noch gar nicht bis zu mir gekommen und die Eder hat schon abgeknallt. Hä, hey, der war doch hier. Der war doch hier. Mach ich nicht. Der war doch hier. So ein Schweinchen. So, hier irgendwas drin? Nein? So, dann gehe ich mal hier in den Shop rein. Wir haben 38 Schuss noch. Okay. So, dich nehme ich auch mit, Kollege. Ah, da vorne hatte ich ja noch einen abgeknallt. Naja. So, Blutkäfer. Da ist nichts. Ich nehme mal hier die Impro... Alter, 2000 Schuss habe ich für die. Und das ist das, was ich gemeint habe. Wir haben so viel Schuss für die Waffe. Wir müssen mal gucken, dass wir die Waffe hochskillen. Sonst liegen bei uns so viel Munition einfach rum. Wir nutzen die nicht und verballern unnötig die anderen. Boah, guck mal, da ist eine Machete. Cool. Deiner Teller. So, wo ist unser Ziel? Unser Ziel ist da hinten. Kommen wir hier durch? Nee. Müssen wir hier wahrscheinlich entlang, oder? Hier so gerade zu durch. So, das Licht können wir ausmachen. So, ich muss mich mal heilen. Hier, ich snack mal was. Wie viel Red Ray haben wir noch? 3 wieder. Okay, perfekt. Wow, das ist hier. Diamond City. Da bin ich mal gespannt, wie dieser...
Bobby Robbie Malone, wie der heißt, so drauf ist. Trinity Tower Signal. Radar. Kommt hier raus? Da ist nichts mehr. Gut. Was denkst du denn? Du siehst Gespenster. Ja, schon. Gespenster. Sieht sie? Ja, das sieht mich auch nicht, okay. Alles voller Radar hier. Diamond City Sicherheit, gut. Die laufen ja hier einfach nur um den Block. Wilder Ghoul Streuner. Oh, jetzt können wir mal die Waffe beim Ghoul ausprobieren. Alter, wie viele sind da? Also noch ist sie nicht so gut. Also selbst bei Gula müssen wir gut reinhalten. Man kann es zwar nehmen, um sich zu verteidigen, ja. Alter, wie viele sind da rausgekommen? Ich habe einfach nur drauf gehalten. Wahnsinn. Ja, ich habe nichts gemacht. Gula und so, ja. Weiß Bescheid. Was? Würde ich ganz gerne mal die Mikro-Uzi, aber wie gesagt, Mikro-Uzi geht halt nicht immer. Oder wir nehmen Radiumgewehr, haben wir noch viel, oder Kampfgewehr. Kampfgewehr können wir auch nochmal gut drücken. Ich nehme mal Kampfgewehr. Boah, sehr schön. Alter! Wer schießt denn da mit Atombomben? Echt einen an der Klatsche hier manchmal. Ist es ein Überfall oder was sollen die Attrappen hier? Also bin ich eigentlich noch am richtigen Weg? Ja, ich bin noch am richtigen Weg. Ich habe gedacht, der kommt raus. Es ist hochgelaufen. So ein Sack. Komm her. So. Sehr schön. Ja, mit dem Chat ist es wirklich easy. Spart man so viel Muni. Was denkt ihr, wie viel Muni ich jetzt verballert hätte, wenn ich jetzt das Chat nicht genommen hätte? Das wäre jetzt wirklich ein Kampf des Jahrhunderts geworden. Die Vergangenheit sorgt immer wieder für interessante Funde. Eine Impro Plus. Ja, interessante Funde haben wir auf jeden Fall hier. Jede Menge. So, weiter geht's. Da ist ein Geschütz. Fuck. Habe ich die jetzt alle aufgescheucht? Kommen die jetzt, oder?
Ah, Mist. Ah. Ich wollte nicht in Händen spielen, ich wollte einfach nur gucken. Ich war einfach nur so interessiert, was da so abgeht. Da einfach so eine Atombombe reinschießen. Das wäre es gewesen. Na, kommen die? Oh, Eder brennt. Wieder so ein Affe oder so? Wahrscheinlich wirklich so ein Affe. Mülleimer ist leer. Würde ich so sagen, wenn wir schon mal hier sind. Oh. Laborstation. Was? Dann kann ich ja gleich was herstellen. Ha, ich hab den Arsch hier. Okay, man muss halt direkt auf den Kopf schießen. Dann ist es ja auch mit dem Ding kein Ding. Gell? Mit dem Ding ist kein Ding. So. Hier mal ran. Kaffeeautomat. Nehmen wir auch noch mit. Sieht eigentlich gut aus, oder? Sieht safe aus. Abraxo haben wir auch hier. Okay. Was? Was? Eine Bar? Ah, da kommen wir wahrscheinlich da oben, gell? Ja, okay. Ich weiche jetzt ein bisschen vom Weg ab, aber gut. Es gehört einfach dazu, dass man die Sachen einfach mitnimmt, würde ich sagen. Genauso wie sowas. Denn wir brauchen den Loot und ich finde es einfach so interessant. Alter. Seine Haut... würde ich auch nicht gerne stecken wollen. Achso, die hat auf den Feuerlöscher geschossen. Kann man machen. Da geht's hoch, okay. Und hier geht's nochmal, ach guck mal, da liegt was. Ah ja, jede Menge Zeug. Cool. Lohnt sich. Immer den Kleinkram. So viele Teller hier. Den Topf könnt ihr mitnehmen, gell? Habe ich da Metall? So, hier gehen wir hoch. Dann holen wir... Oh, hier ein Pilz. Cool. Ich frage mich manchmal, für was der Hirnpilz ein Indiz ist. Ist dann irgendwas in der Nähe? Wenn er wächst oder einfach nur random. Ich glaube nur durch die Verstrahlung random. Ach, guck mal, eine Säge. Handschellen? Handschellen? So, Back Bay. Kann man hier aufs Dach drauf? Ah, meinen kräftigen Schluck vom Kaffee genommen. Mm. Wenn man schon morgens aufnimmt, dann darf ja Kaffee nicht fehlen. Na, komm. Sonst muss ich einen zweiten Schluck Kaffee nehmen. Ach komm, ich hau noch einen zweiten rein. Lecker. So, hast du was geladen? Hallo?
Wenn das Spiel so weit ist, ist unsere Folge rum. So, hier oben war noch einer, der hat mich ja abgeschossen. Der ist ja runtergefallen. Okay, oh. Eine Assault Rifle Plus. Ja, ich muss auch nochmal die Waffen durchgehen, weil der liebe Andreas, der hat mir auch noch empfohlen. Ja, genau, da ist er runtergefallen. Da unten liegt er. Oh, da liegt noch einer. Hat mir empfohlen, ich soll mal gucken, dass ich mich langsam auf Waffen spezialisiere. Und lieber einzelne Waffen, gute oder die besten, die ich jetzt habe, hochskille. Bringt halt viel mehr, als immer die ganzen Waffen hin und her zu kuschen. Guck. Ja, bis jetzt schon. Da hat er natürlich auch recht. Und da werde ich mir auch nochmal Zeit nehmen. Ich habe ja hier schon vereinzelt Waffen hochgeskillt, wie diese Mikro-Uzi. Der hat sich mega gelohnt. Oder die Sniper-Shotgun. Die werde ich nochmal weiter hochskillen, denn dieses die Ladegeschwindigkeit, die muss ich nochmal anpassen. Ach so, ja, jetzt weiß ich, warum wir in die Spielfabrik wollten. Ja, jetzt weiß ich wieder, weil ich rumgerätselt habe. Wir haben doch hier die Quest bei Sonstiger. Berger Kleber aus Wilson Atoma. Wir brauchen Kleber und wir haben den Kleber auch für die Waffen gebraucht, damit wir endlich mal gute Waffen herstellen können. Stimmt. Oh, da hängen Köpfe. Da hängen Köpfe. Mit der Powerrüstung wäre es geil gewesen. Da hätten wir jetzt einmal runterspringen müssen. Wir müssen hier jetzt runter. Wieder runter laufen. Ich frage mich, ob ich da drauf springen kann, ob das weich ist. Ach guck mal, da hängt ja einer. Oh, oh. Nein, ich gehe einen regulären Weg. Ich will mir jetzt nicht die Füße, Beine brechen. Oder? Es gibt auch nichts, wo man drauf gehen kann. Ach, sowas aber auch. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.